Manchmal gehe ich mit dem Papa gleich mit, manchmal auch. Manchmal auch mit da. Also bei der Kulisse schmeckt es gleich nochmal so gut. Schokonusskuchen. Ups. Ja, Vincent, bist du jetzt, bist du Junghirte? Ja. Und willst du auch mal Hirte werden oder was wird dein Beruf? Auch Hirte. Mhm. Aber Holz magst auch, ne? Mhm. Im Winter werde ich Holzer. Im Sommer auch. Im Sommer tue ich auch im Berg gehen, oder? Dann kann ich genau da holzen und im Winter. Im Sommer auch holzen, wie bei uns. Da ist ja die Bahnhütte, da ist eine Seilbahn drin und dann kann man Holz draufziehen. Stein. Es ist nämlich der Lieblingsstein von Vinzenz. Aber wo ist denn der Vinzenz überhaupt? Vinzenz, wo bist du? Kuckuck! Es ist langsam ruhiger. Genau.
Servus und grüß Gott. Heute sind wir zu Gast auf der Alpe Kugern. Und ich muss euch sagen, es war ein ganz, ganz toller Tag. Lisa, Vinzenz und Ida Marie, es war richtig schön bei euch. Sollen wir erstmal anstoßen zusammen? Ha? Ja, klar machen wir das. Prost! Auf euch! Zum Wohl! Schön, dass ihr bei uns sind. Danke! Hier schmeckt's, das kann ich euch sagen. Ja, wie schaut's aus? Wir verbringen diesen Tag bei euch und er ist wirklich wunderschön. Und du hast den ganzen Tag uns schon auch ein bisschen was von euch erzählt, dass ihr zum Beispiel seit 11 Jahren, du mit deinem Mann Otto Max, hier auf der Alpe Kugern schon seid. Jetzt mit eurem Nachwuchs, mit genau, den beiden. Genau, mit den zwei. Wie ist das so für euch? Ja, schön. Einfach nur wunderschön, glaube ich. Das sind die richtigen Worte. Ja, wir sind total gern da. Ist super schiefe Kind, einfach üft zum Wachsen da. Mama, ich sind alle da. Mama. Und, ja, genau. Mama. Seid ihr alle beisammen die ganze Zeit? Und ich habe gesehen, Ida, der Opa und die Oma, die sind auch die ganze Zeit bei euch. Stimmt das? Nicht ganz. Ich glaube, der Opa ist die ganze Woche bei euch und Oma kommt am Wochenende immer zu euch. Ja. Und? Oma Kuttalat, da bringt sowas mit, gell? Prost. Okay, genau. Prost. Prost. Und dann ist es aber so, dann seid ihr im Prinzip ein Familienteam, habt aber eigentlich noch eine kleine Erweiterung, weil Vinzenz sprach ja auch davon, dass er Sommerschwestern hat. Wer sind denn deine Sommerschwestern? Katharina, Judith und Froni. Okay. Prost. Das ist meine Freundin, die Maus. Und die helfen euch, oder wie ist das, Lisa? Ja, genau. Also Judith und Katharina, die sind schon, Judith ist seit 10 Jahren dabei und Katharina nachher, glaube ich, seit 9 oder 8, ganz genau weiß ich es gar nicht. Judith war 6, wo sie gekommen ist, und Katharina 7. Wären jetzt beide 18 dieses Jahr, genau. Katharina hat schon 18er gehabt letzte Woche. Ja. Und die sind immer Ferien da oder mal Wochenende. Jetzt wird es immer ein bisschen weniger. Durch das, dass sie halt beide eine Lehre machen. Katharina geht auf Voss. Genau. Ja, aber jetzt langsam an seinen Freund und gehen halt viel weg. Aber sie kommen immer nur und sind uns treu zum Glück. Ja. Gehört einfach zu der Familie dazu mittlerweile. Auf jeden Fall. Schön, und jetzt haben wir Froni noch seit diesem Jahr. Die ist immer Montag bis Freitag da. Und dann am Wochenende kommt Mama noch rüft dazu. Genau, oder mal unter der Woche, wenn es brennt. Ja. Ist immer passt, genau. Zum Wohl. Also das heißt im Prinzip, ist das so, große Familie, dass du also eine große Familie hast und Unterstützung hast. Groß. Und dass du im Prinzip eigentlich gar nicht immer runter ins Tal fahren brauchst. Ist es so? Ja, genau, das ist es. Und das ist das, was ich wirklich auch alle meisten genieße, dass wir nicht ins Tal müssen. Otto Max geht gar nicht. Ich war jetzt schon mal unter mit dem Vinzenz, einmal beim Inkaufen. Ja. Und ich glaube, zweimal waren wir beim Inkaufen. Und wenn halt sonst irgendwas anfällt, mal, dann klar, gehen wir mal. Oder gehe ich auch mal inkaufen, mal Großeinkauf, dass Mama halt alles machen muss. Aber sonst kommt Froni am Mittag, dann bringt ihr was mit. Ja. Die wir am Sonntag nachher. Immer leckere Sachen, genau. Ich bringe da mal Sachen mit, die es hier oben nicht gibt. Aber im Prinzip fehlt es euch doch an nichts, wie ich sehen konnte. Nein, eigentlich fehlt uns nichts, genau. Auch nicht Eis, wir haben Eis oben. Nein, wir haben kein Eis. Froni hat ich schon mal Eis mitgebracht. Im Vinzenz, gell? Für den Vinzenz und für Froni. Jetzt genau, und Mama, die kommt am Wochenende und durch das muss ich natürlich mutiert nein Style. Und das genießen wir natürlich auch. Das glaube ich. Und jetzt sind wir auch schon beim Thema Kulinarik. Er sprach das Eis an. Ich muss ja was mal sagen, nicht gibt. Genau. Aber da fiel mir doch direkt ein. Also die Kulinarik, kann ich euch sagen, kommt ihr auf keinen Fall zu kurz. Ihr seht es mal wieder. Es hat richtig gut geschmeckt. Dem Herrn Bergschön hat die Graupensuppe. Vielen herzlichen Dank übrigens für dieses tolle Rezept, was wir auch bekommen werden. Hat es richtig, richtig lecker geschmeckt. Ich hoffe, es klappt mit Nachkochen. Ne? Er wird sich Mühe geben, habe ich gehört. Und auch die anderen Sachen waren super lecker. Also wirklich, also hier fühlt man sich wirklich von Herzen gut aufgehoben. Dankeschön. Jetzt freue noch mich eine Frage. Sehr gerne. Noch eine Frage. Ein Stück Allgäu für zu Hause. Wir werden ein Rezept zum Nachmachen haben. Und ich habe gesehen, man kann sich auch was mitnehmen von euch, stimmt's? Genau, man kann auch was mitnehmen. Also, was ganz toll ist, oder ich toll finde, ist die Kaffeekasse. Ich finde
die Kaffeetasse von zu Hause, dann kann man immer an den Kuhgern denken. Genau. Wow. Und sonst machen wir Marmelade, wenn wir Zeit haben. Gerade die Woche haben wir Zwetschgenmarmelade gemacht, ja. Bruni und ich, genau. Ja. Und dann machen wir Erdbeermarmelade, einfach, was wir halt gerade zittern, genau. Griebenschmalz zum Mitnehmen, einfach alles, was wir halt immer am Zeit haben gerade. Und natürlich auch ein Stirnband, was ich im Winter nehme, genau. Das ist einfach so ein bisschen der Ausgleich zu der 2 Rabauken. Macht mir einfach Spaß und ich freue mich an jedem Stimmband, wo ich verkaufe und wieder an der Gäste sehe. Mhm. Genau, und die freuen sich, wenn sie kommen. Und ja, freue mich einfach drüber, über solche Sachen. Genau. Also mir hat es hier richtig gut gefallen und ich sage nochmal Danke. Und ich werde sicherlich mit Herrn Bergsche nächstes Jahr wiederkommen. Ja, das hoffe ich. Vinzenz, wir haben uns doch für nächstes Jahr wieder verabredet, dass wir wieder vorbeischauen, gell? Sollen wir gucken, nächstes Jahr wieder? Ja. Oder? Okay, weißt du was, Ida Marie? Wir sollten, glaube ich, nochmal anstoßen. Das ist wohl das Beste. Sage danke. Und dann kommen wir zum Wohl. Ciao. Prost. Ich habe die Ehre, jetzt mich mit Sabine und Rupert unterhalten zu dürfen. Oma und Opa vom Vinzenz. Gell? Genau. Erstmal zum Wohl. Feierabend ist in Sicht, oder? Jawohl. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Ihr seid eine tolle Unterstützung hier oben auf der Alp. Jetzt haben wir heute ein super Wetter Samstag erlebt, oder? Ja, bis abends, ja. Hat aber gehabt, der Wetterbericht, oder? Habt ihr noch zählen können? Also vom Rupert weiß ich, du hast die Brotzeiten zubereitet, ja. Gell? Sabine, du bist vorne. Ich bin meistens an der Tür. Ja. Genau. Und? Weil die sind unter der Woche an der Tür und ich mache es dann am Wochenende. Genau. Dann haben sie ein bisschen Abwechslung. Und ist das ein schöner Ausgleich für euch? Oder? Ja. Ja, für mich auf jeden Fall. Ich bin ja unter der Woche im Tal und dann Wochenende freue ich mich auf die Kinder, auf meinen Mann. Ach, der ist dann jetzt auch schon jeden Tag auf der Alp, oder? Ja, mal ziemlich. Ja. 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 Passt ja ganz zusammen, ja. Genau. Es kann sein, dass ich mal 2-3 Tage drunter gehe, aber... Wenn ich frei habe, nachher kommt er ins Tal. Ab, ja. Erst ab dem Jahr. Bis jetzt noch nicht. Aber dass wir halt auch ein bisschen was unternehmen können. Mhm. Man muss ja auch einkaufen und Wäsche und die Schwiegermutter von der Lisa, die hilft mir da dabei. Wir machen miteinander die Wäsche. Hier für die Familie? Genau, für die Familie. Ja. Genau. Wir tun uns da schön aufteilen. Die helfen da schön mit und das ist super. Vinzenz, wirklich, der Kiki. Das schminkt mich. Du bist ja noch im Berufsleben. Ja, genau. Du hast das Glück, du bist im Ruhestand. Und wenn du dir das wünschen dürftest, den Ruhestand zu verbringen, hättest du das anders gewünscht oder genauso? Nein, das ist schon gut so. Ja, ist das gut? Ja, ja. Wäre noch gut, wenn bei richtig laufen könnte. Ich kann immer bergauf laufen, so halt, weil ich Bandscheiben so dreimal operiert habe. Ja. Ist halt immer so, wie es war. Ja. Aber ich habe einen Film gesehen, ich meine, ihr hättet doch schon Bezug gehabt zu der Alpe, bevor... Ja. Wir waren früher auch beide auf der Alpe, bevor wir noch ledig waren, er und ich. Ja. Und haben es dann aber aufgehört mit daheim, mit dem Bauen, mit den Kindern. Ja. Haben uns für das eben daheim entschieden, weil wir Ferienwohnung hatten. Und das ist eigentlich unser Traum hier. Ja, schön. Darum sind wir auch so gern da. Ja, super, oder? Und wenn das so passt. Die ja, halt. Ich war früher 73 bis... 76 war der Opa. Ah, ja. Mit hier schon auf der hier Alpe. Schon, ja. Hier, ja. Ja. Wir kennen also die Besitzer von den Alpen. Da war er schon früher. Ja. Das sind Nachbarn von unserem Dorf, von Schöllang. Und dann bin ich nachher Oberstdorf darüber, Richtung Rappenalptal. Ja. War ich da auf der Alp nachher, wo ich da weg bin. Ja, das ist ja schön, das ist ja wiedergekehrt. Gell? Ja, wieder genau. Zurück zum Ursprung sozusagen. Es war schon schön, wo die Lisa nachher das übernehmen konnte. Ja, toll. Genau. Super. Vielen Dank euch nochmal. Das war total schön, euch beobachten zu dürfen und mal so einen Tag mitzuerleben. Danke. Ganz sympathische Familie, wirklich. Gell? Und dann, wir geben unser Bestes. Dann habt ihr jetzt den Feierabend aber richtig verdient. Gell? Dann lassen wir uns jetzt auch euch in Ruhe. Prost, gell? Ja, schön. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Zum Wohl, Vinzenz. Zum Wohl, Vinzenz. Wer nichts hat, stößt beim Korsett an. Auf 3. 1, 2, 3! Du! Vierti, mach es gut!